gerade hinsetzen, das ist unhöflich. Lean back and enjoy. Ja, reden wir mal kurz über Mozzarella. Mozzarella, ja. Ja, wenn man einen Mozzarella-Salat isst. Das ist kein Salat gewesen, das war einfach nur eine Tomate. Nee, guck mal. Ein Mozzarella drauf, ein bisschen Öl, Pfeffer und Salz oder so. Nee. Doch. Das war Tomate, dann Mozzarella drauf, ja, dann Öl, doch. Essig, Pfeffer, ja, und Salz. Sag ich doch. Dann braucht man einen Gabel, nein, und ein Messer. Das kann man mit der Hand essen. Man isst es doch nicht mit der Hand. Natürlich. Nein, man isst es nicht mit der Hand. Man kann es aber mit der Hand essen. Aber wie viele von euch essen Mozzarella mit der Hand? Ist mir doch egal, was die Knigge sagt. Was Knigge oder die Knigge. Jetzt mal ehrlich. Ich meine, ihr esst ja auch Pizza wahrscheinlich mit der Hand und nicht mit Messer und Gabel, oder? Und die ist meistens fettiger als irgendwie so ein Mozzarella-Käse. Ja, aber wenn man irgendwie... Du schneidest ja deinen Salat auch nicht, oder? Aber was die macht, ist noch viel schlimmer. Die nimmt den Mozzarella mit der Gabel, ohne Messer, nimmt das in den Mund, beißt ab und tut den Rest wieder auf den Teller. Das verstößt garantiert gegen Knigge. Nee. Doch. Aber normalerweise esse ich das, also das mit... Das normalerweise, ist ja eklig, wenn du irgendwas nimmst, abbeißt und wieder hinlegst. So. Nee, normalerweise esse ich das mit Gabel und Messer. Und ich denke, ja, abbeißen kann man auch. Mit Gabel und Messer ist ja richtig. Oder Brot zum Beispiel sollte man nicht so abbeißen, ja, sondern abbrechen und essen. In kleinen Stücken, wenn du nach Knigge gehst. Dann so komplett so klein machen. Ja, aber nicht, wenn du... Hä? Ja, ist so. Aber wenn du ein Brot hast, was du belegt hast, dann beißt du einfach rein und fertig. Ja, aber das sollte man irgendwie... Du meinst sowas? Nur, also zum Beispiel nur so Weißbrot. Du meinst so Baguette oder sowas? Nee, irgendein Brot, auch Schwarzbrot. Dann bricht man das irgendwie auseinander. Ja, jedenfalls. Das ist unsere Meinung. Ist das dann... Ja, genau. Habt ihr irgendwelche... Stopp, ich hab noch was. Lass mich erstmal ausreden. Ja, dann red mal. Ja, jetzt kannst du es vergessen. Ja. Wie ist es denn, wenn ihr, teilt ihr gerne Sachen, zum Beispiel Essen miteinander mit Freunden oder mit der Freundin oder dem Freund, zum Beispiel Eis oder so, darf da der Freund mit ablecken oder abbeißen oder was auch immer, oder sagt ihr dann, das ist... unhygienisch und das oder was auch immer. Wie stehst du denn dazu? Ich finde, wenn man nicht mit jemandem zusammen ist, sollte, also teilen finde ich generell gut, aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen zu intim, wenn man ein Eis hat und dran leckt und dann leckt die andere Person dran. Also das ist schon zu viel Nähe. Ich weiß nicht, Mann. Ja. Ey, ich finde. Ich leck auch nicht an Eis, ich beiß dann mal ab. Also nicht. Ist halt so. Ja, er fand das ein bisschen merkwürdig. Ja, oder? Also ich meine, ich habe genug Freunde, mit denen ich einfach irgendwas teile, ja, dass man einfach mal abbeißt, um zu probieren. Oder man geht zusammen essen und tauscht dann das Essen mal aus, um, ja. Ich finde es zum Beispiel jetzt nicht so schlimm, wenn du was von meinem Teller nimmst, wo ich noch nicht dran war. Das ist nicht schlimm. Also ich habe hier nicht, ich habe kein Problem mit dem Teilen selber. Ich würde dir zum Beispiel... Ich mache das ja auch nicht mit jeder Person. Also ja, mit jeder dahergelaufenen Person. Aber Freunde oder so, da habe ich dann kein Problem mit. Ich hab generell ein Problem damit, auch jetzt mit der Familie oder so. Und das ist nicht so... Das finde ich heftig. Also, ich finde es nicht heftig, ich finde das okay. Also wenn meine Mutter jetzt ein Eis isst und sie sagt, willst du den Rest noch haben, sie will es nicht mehr, dann würde ich das trotzdem essen. Also warum soll ich mich denn vor der, sag ich mal, vor der Spucke oder was auch immer, meiner Mutter ekeln, die mich ja irgendwann mal rausgepresst hat. Also das widerspricht sich irgendwie, finde ich. Also, naja. Also ich wisch zum Beispiel auch bei Getränken, finde ich das nicht so gut. Ich wisch das immer ein bisschen weg und dann passt. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Strohhalm nimmt und das so trinkt, dann finde ich das wieder okay, weil dann komme ich selber nicht dran. Außer das spuckt das Getränk zurück. Weil das ist jetzt ekelhaft. Also angenommen, wir sind jetzt unterwegs, wir haben eine Flasche irgendwas Eistee gekauft
Und dann ist es aber so, dann trinkst du erst die Hälfte Ja. und dann trinke ich erst die Hälfte. Also wir würden nicht abwechselnd trinken, weil das geht dann gegen deine Vorstellung Genau. von, ich weiß nicht, von Hygiene oder Ja, ich denke, irgendwie sowas, das ja. hat was mit Hygiene zu tun. Und wie macht ihr das denn so? Das würde mal Ja, das uns wäre mal interessieren auf interessant. jeden Und Fall. ich denke, ich bin nicht die Einzige, die so ist. Und ich denke auch nicht. Doch! Ich weiß es nicht. Macht wahrscheinlich jeder so, wie er will, aber also ich denke, mit Freunden kann man schon irgendwas teilen, ja. Teilen, Zusammen aus einer Flasche trinken finde ich jetzt zum Beispiel einfach kein Problem, ja. ich sehe das Problem nicht. Es hat nichts mit Teilen zu tun. Ich teile Ja. gerne. Ich würde dir auch Ja, ich verstehe die das schon, ja. komplette Flasche geben oder. Aber dann würdest du nichts mehr raus trinken. Das ist der Punkt. Weil ich Genau. schon draus getrunken habe. Und das ist das Komische, Oder was ich einfach nicht verstehe. Und wenn ich wie am macht ihr das denn Sterben so? bin Also und ich unbedingt was zu ihr trinken könnt ja in brauche. den Comments posten, wie ihr damit umgeht oder wie ihr die Sache seht. Ja, So. dann würde ich das wegwischen, nur eine Folie komplett. Was würdest du wegwischen? Dann würde ich das wegwischen, nur eine Folie komplett. Was würdest du wegwischen? Ja, wenn du draus trinkst und ich unbedingt trinken will und keine andere Wahl habe und am Sterben bin und so, dann würde ich das wegwischen und dann ein bisschen trinken. Ach so, ja. Ja, aber Und nur im dann Notfall. plötzlich ist alles weg, wenn du einfach mal mit so einem Tuch drüber gehst, ne? Denkst du? Ja. Ja. Ja, klar. Nee, aber das ist nur im äußersten Notfall. Ja, okay. Ja, lasst uns wissen, was ihr dazu denkt, darüber denkt. Bis gleich. Bis zum nächsten Video. Jo. Jo.